Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Anno-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Freizockt, Anno 1800. Wir wollen heute mal wieder ein bisschen ausbauen. Was wollen die denn? Meinte, ich könnte Sie ja mal fragen. Ja, frag mal. Haben Sie einen Moment? Ja, habe ich. So, Ziegelei, soll ich ein Foto machen? Von welcher? von welcher Ziegelei soll ich ein Foto machen? Von allen. So, was gibt's als Belohnung? Hey, Sie haben Wort gehalten. Charakter-Item. Ich würde gerne mal wissen, was man mit denen macht, mit diesen Charakter-Items. Ich hab's immer noch nicht raus. Tja. Egal. So, wir bauen langsam das Museum aus und wir bauen langsam den Zoo aus. Und der Zoo, der sieht schon stylisch aus. Das Museum sieht ein bisschen... Müssen wir mal gucken. Wie die Expeditionen laufen. Da haben wir, glaube ich, sogar Meldungen. Die habe ich völlig übersehen. Auf dem Damm. So, der Mann zuckt und rollt mit den Augen, bevor er schließlich das Bewusstsein verliert. Dieser Anfall kam überraschend und es waren 8 Männer nötig, um ihn zu bändigen und an den Mast zu binden. Einige sagen, er sei von Dämonen besessen und müsste beseitigt werden. Die weniger abergläubigen Offiziere suchen nach einer vernünftigen Erklärung. Der einzige Weg, sich zuspitzen, Streit zum Schweigen zu bringen, oh Gott, ist eine Lösung zu finden. Ja, die Ursache seiner Wildheit. Das ist eine gute Frage. Wir machen mal Medizin. Was? Die ganze Untersuchung dauert viel zu lange, auch wenn eine bläuliche Prellung unter den Haaren gefunden wird. Ich muss handeln oder er wird sterben, schluckt der Arzt und beginnt nervös seinen Arztkörper zu durchwühlen, bis der Arme auf dem Operationstisch stirbt. Sie haben ihr Bestes gegeben, beruhigt ihn ein Kollege, doch klingen seine Worte hohl. Ich kann sie nur warnen. Das sieht nicht gut aus, sieht gar nicht gut aus. Für diese Expedition. Bemannt die Geschütze. So, das sieht schon besser aus. Galikos Halsabschneider entern ein Handelsschiff. Und Velosa Handelsbrick wird von abscheulichen Piraten geplündert. Alter, was Texte? Könnt ihr es ein bisschen einfacher schreiben? Der Kapitän der Brick hat viele Freunde in ihrer Mannschaft, die bereit sind, für seine Rettung ihr Leben zu geben. Der Pirat untersteht Kalito Roberts, dem letzten grausamen Piraten. Doch es dämmert und sie haben ihr Schiff nicht bemerkt. Piratenschiff unter Beschuss nehmen. Ja, Beute. Einfach mal platt gemacht. Schweizer Käse haben wir aus dem Piratenschiff gemacht. Wir packen's Gold ein. Ah ne, wir packen's nicht ein. Wir haben ja keinen Platz. Schmeißen wir ein Lehm über Bord. Wir werden es bereuen, dass wir ein Lehm über Bord geschmissen haben. Ich habe das im Gefühl. Wir haben nichts zu befürchten. So, dann kann es weitergehen. Ah, Kass-Expedition. Texte. Walls of Text, ey. Ich glaube, ich gehe in Zukunft nur noch hin. Gucken wir das an. Wähle die Option, die die meisten Prozente hat und weiter geht's. Ich fange immer an aufzunehmen. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Ja, da ist es gut, dass wir Gold gekriegt haben, weil irgendwie haben wir gerade wenig. Wir haben wenig Golderze. Und da wollten wir uns eigentlich mal drum kümmern, in der neuen Welt. Da waren wir gerade hier am Gucken. Da haben wir irgendwo eine Goldinsel. Hier ist er. Und da haben wir jetzt 30 Steine. Das heißt, wir könnten die zweite Geschichte hier eröffnen. Brauche allerdings 100 von denen, da haben wir jetzt ein paar zu wenig. Und dann müssen wir aufwerten. Aber hier hat es gebrannt. Das ist platt, deshalb haben wir wahrscheinlich zu wenig. Dann kann ich die Häuser nicht aufwerten, die abgebrannt sind.
Ah, weil der krank ist, ernsthaft, weil der krank ist, kann ich keine Häuser aufwerten. Ah. Wir hoffen auf ein Heilmittel. Ja, ich hoffe auch auf ein Heilmittel. Das ist ja ein Drama. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Alter, was ist hier alles abgebrannt? Haben wir keine Feuerwehr? Ja, wir brauchen 20 von den Steinen, damit wir die Heilmittel herkriegen. Und dann können wir die anderen Häuser aufwerten. Und dann haben wir hoffentlich auch wieder das nötige Personal. Ah, Mann, oh Mann. Das Endgame hier, das ist stressig. Ja, du musst auf 1000 Baustellen Probleme beheben. Oder ich mache was falsch. Vermutlich mache ich was falsch. Gut, fehlt hier was. Wir gucken mal schnell rein. Davon habe ich geträumt. Die haben alles. Die haben alles. So, hier drüben, da sieht es wahrscheinlich weniger gut aus. Die Revolution trägt Früchte. Denen fehlt rum. Und es fehlt ein bisschen Tortillas. Und es fehlen Nähmaschinen. Wir haben aber einen mit Nähmaschinen. Der soll mal 25 einladen. Ich glaube, wir haben genügend Nähmaschinen. Ja, wir haben über 300. Dann können wir hier mal 25 ausladen. Die halten vielleicht dann länger, das ist vielleicht dann besser. Wo ist das Schiff? Gar nicht in der neuen Welt, also wahrscheinlich gerade in der alten. Ich hoffe am Abliefern. Ja, und der bringt von hier Gold mit. Und ich glaube, so viel Gold haben wir hier gar nicht, dass sich das lohnen würde. Da haben wir eine Goldmine, die ist noch nicht angezapft. Hier hätten wir wenigstens das benötigte Personal. Ja. Da sind sie wieder. Admiral! Admiral! Ich kann gerade nicht. Die kommen aber auch immer, wenn du nicht kannst. Ich muss mal bei einer Sache dabei bleiben, dass ich den Kopf frei habe, ja? So, ups, da haben wir das. Wir machen schon wieder miese. Wieso machen wir schon wieder miese? Ich bin zurück von den Toten und habe ein paar Freunde dabei. Flotte bereit. Wo ist sie? Wo kommt sie rum? Da kommt schon zuerst das Schiff, was sich ihr entgegenwirft. Ja, die überlebt doch niemals hier unten, jetzt mal ganz im Ernst. Die macht aber auch einen Fehler. Die kündigt sich erstens an und zweitens, die schießt auf alles. Ja, und wenn die da, wenn sie da reinsegelt, dann gute Nacht. Guck mal, was hier steht, ey. Da kommt sie lang. Das überlebt die nicht. So, wir segeln trotzdem mal hierher mit unseren drei Schiffen. Jetzt hör mal auf, mich hier zu nerven. Bleibt doch noch stehen und kämpft, das überlebt die nicht. Ich verfüttere dich an die Haie.
gehört was. Ihr könnt wieder zurückfahren. Bis ihr da auftaucht, ist der Spaß rum. Ja. Die kleinen Probleme, die man so hat. So, was wollen die denn jetzt schon wieder? Bringen Sie uns auf Kurs. Der Sturm. Dieses Unwetter übersteigt alles, was sie bisher erlebt haben. Na super. Was tun wir? Beten, übliche Methode funktionieren und die Segel raffen. Navigation. Es mangelt an Arbeitskraft. Das ist schwierig. Wir versuchen es mit Navigation. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Ja, es hat irgendwie mehr oder weniger geklappt. Ich weiß auch Achtung, nicht. Achtung, Admiral anwesend. Ja, mal eine kleine Ankündigung. Es kann sein, dass die nächsten Tage Anno in eine längere Pause geht. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie. Denn ich habe ein Kanalkonzept, was, ja. Neue Befehle? Was ich eigentlich mal in einem Infovideo beschreiben wollte, aber ich kam da noch nicht so dazu. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Und, also es wird nicht enden, es geht wenn Achtung, in eine Pause Admiral und wird irgendwann anwesend. Entweder fortgesetzt oder mit einem neuen DLC neu gestartet. Schiff unter Beschuss. Du nein! Seid ihr bescheuert? Oh. Wie sind wir da irgendeinem Piratenschiff nachgefahren? Und fahren in die Kanonen vom Piratenlager. Guckt mal, was hier Kanonen stehen. So, wir stellen die jetzt hier hin. Und lassen die da stehen. Und immer wenn ein Pirat vorbeikommt, dann versenken wir den. Fertig. Ende aus die Maus. Nur wenigstens außerhalb der Reichweite hier. Ja, also was wollte ich sagen? Also ich habe ja diverse Spiele auf dem Kanal, die auch momentan in Pause sind. Es ist bei mir so, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Eigentlich wollte ich ein Infovideo machen, wo ich das auf dem Kanal zeige. Neue Befehle? Aber es ist halt schwierig, das zu kommunizieren als Infovideo, finde ich. Also das müsste mein komplettes Kanalkonzept erklären und das interessiert die meisten von euch eh nicht, was mein Kanalkonzept ist. Die wollen irgendein Spiel sehen und fertig. Ja, und die Tage kommt ein DLC raus von City Skylines und ich weiß noch nicht, ob ich den dann zweitägig zeige oder ob mir das so Bock macht, weil ich habe momentan voll Bock auf City Skylines, spiele es auch gerade privat. Ich warte nur noch auf den DLC und dann will ich da wieder Gas geben und will da eine Stadt bauen. Ich werde die Stadt nicht täglich bauen, aber ich werde wahrscheinlich, wenn der DLC erschienen ist, erstmal täglich das Spiel zeigen. Weil wir müssen ja mal dahin kommen, dass wir dann auch eine Universität bauen, einen Campus bauen. So, ich kann eh nichts machen. Expedition gescheitert, ja. Es war fast klar, dass wir keine Chance haben. Sie haben Ihr Flaggschiff verloren. What? Bedauerlich. Ich habe das Schiff verloren. Neues auftreiben kann. Halte in Zukunft dein Flaggschiff über Wasser. Die Rohstoffe. Spielstand gespeichert. Ich habe das Schiff verloren. Das ist neu.
Dass ich verliere und dass er dann heimkommt, unverrichteter Dinger. Okay. Dass ich den komplett verliere, dass er ganz weg ist, das ist mir neu. Wie immer meine bescheidenen. Ja, ich kaufe dieses neue Flaggschiff. Flaggschiff steht zu Diensten. Ja, also, ich weiß nicht, ich habe einen Punkt auch in Anno erreicht, wo es momentan irgendwie, ich weiß nicht, also entweder wir gehen jetzt auf einen militärischen Sieg und versuchen hier alles platt zu ballern, was ich eigentlich nicht will. Oder wir versuchen echt alles so zu optimieren, dass wir es hinkriegen, dass wir hier die Weltausstellung auf die Insel kriegen, hier hinten irgendwo. Dann haben wir noch viel zu tun und Anno ist ein Spiel, das spielst du nicht mal in 10 Parts runter. Da musst du dich schon drum kümmern. Noch mal drüber schauen? Oh, pünktlich auf die Minute, wie immer. Kompromissloser John. Und das finde ich ein bisschen nervig, dass du ständig irgendwas machen musst. Und der Computer, der macht alles parallel. Und du hast keine Chance. Ne? Du hast einfach keine Chance, hinterherzukommen. Also ich weiß nicht, wie schnell du spielen musst. Dann sind wir hier auf Pro-Gamer-Niveau. Das sieht dann so aus, so... Admiral! Admiral! Ja, klick, 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 klick. Und das macht doch keinen Spaß, wenn ich dann nur noch so da rumklick. Insel für Insel und überall meine 3 Einstellungen mache und guck, ist da alles da, während ich schon da runtergehe und guck, ist hier alles da. Das macht doch keinen Spaß. Jetzt mal ganz im Ernst. Also ich meine, ich guck mal, was der hier für eine Flotte überall rumfahren hat. Und der macht alles parallel. Und ich muss mich um Dinge kümmern, muss mit angucken, wie sieht's aus, was ist da los. Das macht mich noch krank. Und das geht mir so ein bisschen ab gerade bei Anno. Ich hoffe, dass das mit zukünftigen Patches und mit den DLCs, die rauskommen, besser wird. Das soll jetzt sowieso noch ein DLC freigeschaltet werden, der beim Release gar nicht dabei war. Da gibt es irgendwie einen neuen Gegner. So, wir versuchen es mit Heilkunst. Wie so häufig. Angst vor dem Licht. Nein. Was ist das für ein Wahnsinn? Tollwut, kein Zweifel, er muss eingesperrt werden. Es könnte reichen. Okay, wir haben es irgendwie geschafft, mit dem weiter unterwegs zu sein. Wir machen schon wieder Verlust. Was will die denn? Boah, Leute, wisst ihr, ich komme echt nicht mehr hinterher. Vielleicht bin ich zu alt für das Spiel, ich habe keine Ahnung. Es ist mir zu viel Stress manchmal. Gut. Kümmern wir uns noch hier drum, bevor das abläuft. Die will uns hier was schenken. Also fahren wir mal hin. Ich weiß nicht, wo ich war, bevor alles losgebrochen ist und ich mich um 1000 Dinge wieder gleichzeitig kümmern musste. Also, was wollte ich sagen? Anno wird wahrscheinlich eine Pause gehen. Danach werden wir weiter versuchen, hier die Weltausstellung auf die Insel zu bringen. Eventuell werde ich mal eine Woche oder 2 Wochen City Skylines exklusiv auf dem Slot laufen lassen. In der Zeit wird Anno pausieren. Ich habe sowieso vor... Ich weiß, du hilfst der guten Sache. Seht ihr, du kommst nicht dazu, was zu erzählen. Es ist immer irgendeiner, der irgendwas von dir will. Ich muss doch ein Infovideo machen, es hilft alles nichts. Haben wir nicht schon einen Tiger mit 30? Der zweite Tiger, den so uns schenkt, hilft der noch? Muss es erst heimbringen. Auf der Brücke. Ich vergaß. Ja, also ich versuch's nochmal. Mal gucken, ob wir wieder unterbrochen werden. Also normalerweise denke ich in Folgenlängen von 25 bis 30 Minuten. Meistens mache ich hier ein bisschen länger und dann werden es 35 bis 40 Minuten. Das ist schon ein Zugeständnis von meinem Kanalkonzept, dass ich manchmal ein bisschen länger mache. So, des Weiteren ist in meinem neuen Kanalkonzept so, dass ich 20 Folgen weit denke. Das heißt also, 20 Folgen sind für mich eine Staffel. Danach kann ich ein Spiel durchaus mal in die Pause schicken, um was anderes zu spielen oder was in Pause ist, zurückzuholen. Und so will ich auf dem Kanal immer wieder die Projekte hin und her wechseln, ohne dass ich jetzt den Spielstand hier lösche oder so. Ich will dann auch nicht unbedingt von vorne anfangen, sondern wenn das möglich ist, will ich mit den neuen DLCs in dem Spielstand weiterspielen. Wenn es nicht möglich ist, müssen wir dann halt neu anfangen.
oder einen zweiten Anor-Spielstand aufmachen, um irgendwann zu dem hier zurückzukommen, weil ich will die Sachen zu Ende bringen. Ja? Das heißt, wir wollen hier die Weltausstellung oder hops gehen. Eins von beiden. Weltausstellung oder hops. So. Zählt der noch? Ich meine, wir haben jetzt zweimal den gleichen Feuer Tiger. Ist ausgebrochen. Scheint auch keinen zu stören. Alter, das ist ein Großbrand. Wollen die mich veräppeln? Wo haben wir die Feuerwehr? Du findest halt mit der Zeit auch nichts mehr hier auf den Karten. Da ist eine Feuerwehr, der wollen wir mobilisieren. Wo haben wir noch eine Feuerwehr? Hier ist noch eine Feuerwehr, die wollen wir mobilisieren. Wir haben ein hohes Brandrisiko. Die Flammen sind außer Kontrolle. Haben wir zu wenig Feuerwehren gebaut oder was? Bauen wir da noch eine? Ja, wir mobilisieren ja schon wie blöde. Dann können wir auch noch mobilisieren. Aber es sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Also die kriegen das Feuer schon unter Kontrolle. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich will hier irgendwann die Weltausstellung haben. Und das werde ich auch niemals aufgeben. Ja, das heißt, der Spielstand, der bleibt bestehen. Eventuell, wenn neue DLCs kommen, fangen wir nochmal neu an auf einem zweiten Spielstand. Dann haben wir immer noch den Spielstand. Den werde ich dann Brownville nennen. Den anderen werde ich nach der anderen Stadt benennen. Aber wie gesagt, jetzt kommt am 21. City Skylines, das Add-on raus. Und ich habe Bock, City Skylines wieder aufzunehmen. Hatte ich schon vorher. Und wollte erst zweitägig bringen. Also das heißt neben Anno. Aber ich habe mir überlegt, wenn das neu ist, dann willst du wahrscheinlich täglich bringen. Aber ich werde es nicht täglich länger bringen wie 2 Wochen. Maximal 2 Wochen täglich. Und dann können wir wieder Anno dazu nehmen. Und dann machen wir einen Wechsel Anno und City Skylines. Und ich weiß, das wird einigen nicht gefallen. Das ist immer so, es gefällt immer einigen nicht. Aber es ist mein neues Kanalkonzept und ich ziehe das durch, weil der Kanal heißt Nick Freizockt, aus Spaß und der Freude. Und was mir Spaß macht, das will ich spielen. Und was mir keinen Spaß macht, den will ich auch beenden können. Und verstehen wir etwas vom Handwerk? Anno macht mir Spaß. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich will Anno nicht komplett versenken. Ich will Anno weiterspielen, bis ein neues Anno erscheint. Flammen wurden gelöscht. Damit müssen wir leben. Irgendwie versenke ich alle Expeditionen, habe ich den Eindruck. Also die sind schon hardcore. Was ist hier los? Ja, wir sollen ein Krankenhaus bauen. Ich weiß, jetzt haben wir das Material da. Aber ich habe das Gefühl, die Kranken sind eh tot und weg und wie auch immer. Gilt für die Zukunft, dass wir hier ein Krankenhaus haben oder so. Keine Ahnung. Blickt da eh nicht mehr ganz durch. Ich renne nur noch meinen Problemen hinterher in Anno. Haben wir genügend Steine? Wir haben genügend Steine. Haben wir genügend Leute? Nein, wir haben nicht genügend Leute. Und wir können auch niemanden aufwerten, weil die haben nichts zu essen. Ich bin es gewohnt, nicht viel zu haben. Ja, irgendwann kommt ein Schiff, das liefert euch wieder und dann können wir aufwerten. So, denen mangelt es an Arbeitskräften. Ja, ich will ja. Eins ihrer Schiffe wird angegriffen. Ja. Dann lass die mal angreifen, ne? Hier kommt keiner mehr durch. Punkt. Oh. Der Smith legt sich mit den Piraten an. Wenn er es schafft, bis hier rüber zu kommen, kann ich ihm helfen. Anders helfe ich ihm nicht.
Wird er verfolgt? Stillgestanden, der Admiral. Mal gucken, ob er das zu schätzen weiß, da ich ihm versuche zu helfen. Flotte bereit zum Feuern. Man schießt doch mal. Feindliches Ziel erfasst. Alter, ey, bis meine Schiffe immer in die Pötte kommen. Ich hätte mir das Leben retten können, wenn meine Schiffe gemacht hätten, was ich erwartet habe. Aber glaubt ihr, die schießen mal? Die fahren also auf den Gegner zu. Man fährt nicht auf den Gegner zu. Man fährt nie auf den Gegner zu. Man fährt mit den Kanonen Richtung Gegner. Boah, guckt euch dieses Gegurke an. Dreht rum. Ah, Jesus, nee. Flotte segelt in Formation. Also, ich glaube, ich brauche einfach mal eine Pause von an. Sagen wir es einfach, wie es ist. Das Spiel macht mir Spaß, aber ich bin irgendwie langsam, ich bin so ein bisschen von den immer gleichen Problemen, die wir haben, etwas gereizt. Und ich hoffe einfach, dass das dann halt mit einem neuen Patch, dass da ein paar Sachen besser werden. Und ich meine, ich lasse die jetzt schon einzeln fahren. Ja? Achtung, Admiral anwesend. Es ist ja nicht mal, dass ich hingehe und die zwinge, dass sie Segel setzen als Konvoi fahren, sondern ich lasse die ja schon einzeln fahren und trotzdem kriegen sie es nicht hin, dahin zu fahren und das zu tun, was ich von ihnen erwarte, ohne dass ich nochmal eingreife. Was machen wir überhaupt hier unten? Das ist eine Insel, das hier ist eine Insel von George Smith. Das fällt mir eben erst auf. Die haben doch da oben patrouilliert. Hier sind die Patrouille gefahren. Wie kommen die da runter? Also die Schiffe hier in Anno, das ist echt, das ist ein Highlight. Fällt mir nichts mehr ein zu. Diese Insel sollten sie patrouillieren. Da unten in der Pirateninsel hole ich sie raus, stell sie hier hin an das Eck und dann stelle ich fest, das ist ja gar nicht meine Insel. Wie kommen die da hin? Die sollen da oben rum patrouillieren. Oh, Elend. Ja, Alle stehen bereit. Ja, alle stehen bereit. Ich hoffe, die ist bald mal rum. So mit Menschen aus wie sie. Ein mysteriöses Artefakt, Redegewandtheit, da haben wir so einiges. Verwenden wir mal. Hat das die Moral gepusht? Hab schon Schlimmeres gesehen. Ach, wieder 6 Punkte weg. Fährt mir jetzt die Flotte nach? In die Takelage! Und schon drehen sie rum und hauen ab. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ja, die kommen alle bis hierher gefahren und drehen sie rum und hauen wieder ab. Flotte bereit. Ach ja. So, die alte Welt. Hier waren wir, glaube ich, gerade irgendwas am Gucken, als ich euch das dann erklären wollte, was ich vorhab. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich vorhab. Es ist nämlich so ein kleines Problem. Ich habe das Gefühl, viele denken auch, ich hätte mit ETS und ATS aufgehört. Aber das habe ich nicht. Da kam jetzt lange nichts, weil hier echt die Kuh am Fliegen war auf dem Kanal. Und ich Dinge machen wollte, die ich dann gemacht habe. Und, jetzt suche ich verzweifelt wieder Spots, wo ich das dann auch noch einfliegen kann, aber das ist so leicht nicht. Man stellt sich das immer so leicht vor.
Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, wir haben immer noch nicht genug Geld für diese blöde Dampfschiffwerft. Wir haben alles, außer die 90.000, weil immer, wenn wir auf die 90.000 zugehen, fangen wir an, Minus zu machen. Und dann war's das wieder. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Oh. Der lässt krachen. So, der verliert auch Schiffe. Der ist genauso unkoordiniert. Der ist genauso unkoordiniert in unserem Kampf wie wir. Ich glaube, die haben ein Friedensabkommen, oder? Die hören auf, aufeinander zu schießen und die rücken ab. Die Kanonen schießen gar nicht mehr. Die Schiffe schießen gar nicht mehr. Also der hat da unten gerade ordentlich Flotte verloren, würde ich sagen. Also 3-4 Schiffe waren das bestimmt, die er da verloren hat. Man muss aber auch immer selbst noch mobilisieren drücken, dass die Leute dann auch... ...wirklich loslegen. Und wir kämpfen hart. Ja, ich weiß nicht, wieso wir so wenig Geld haben. Wir haben eigentlich alles da. Wir haben alles da, was Geld bringt. So, wir machen die hier zu Handwerkern. Alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. So, wir machen die zu Handwerkern. Die Flammen wurden gelöscht. Wir machen... die zu Arbeitern. Und die zu Arbeitern. Die Welt in unseren Händen. Und dann machen wir die Handwerker zu Ingenieuren. Und hoffen, dass es ein bisschen Geld einbringt. Endlich, sie sind zurück. Wow, episch. Episch fürs Museum. Ein Stecker. Nee, Stegosaurus. Ja. Neue Schön, Befehle? Dass du da bist. Wir müssen hierher. Also der Knallfrosch kam durch. Unsere Linie, unser Flaggschiff, das hat's versenkt. Wie gesagt, es war mir neu, dass Flaggschiffe auf den Expeditionen versenkt werden können. Ich dachte, die kommen dann heim und sagen, war nix. Dumm gelauft. So, wir machen Geld. Wir haben aufgewertet. Und damit haben wir mehr Gebäude, die mehr Leute beinhalten, die die teuren Waren kaufen und wir machen wieder Geld. Schwierig. Mehr sage ich dazu nicht, wie schwierig. So, das heißt, wir haben hier was Positives angekurbelt. Das Schiff kommt zurück, hat Ware dabei. Ach nee, Moment. Oh Mann. Neue Befehle? Die haben das da drüben eingelagert. Ich krieg Plug. Da liegen die drei Sachen. Das ist unsere Hauptinsel. Da steht's Museum. Kann man das nicht dahin fahren? Immer ist es irgendwo anders, wo ich es haben will und haben brauche und wie auch immer. So, Knallfrosch kommt zurück. Spielstand gespeichert. Da kann man den Kram ausladen, den er noch bei sich hat. Ist ja noch einiges. Ich hoffe, er kann es ausladen.
Jetzt hat er Gegenwind, das dauert jetzt ewig. Bis er in den Hafen eingelaufen ist. Ach ja. So, also wie gesagt, ich brauche mal so ein kleines Päuschen, ihr mag das. Ich bin extrem über immer wieder die gleichen Dinge hier frustriert und gereizt. Und ich will aber auf jeden Fall meine Weltausstellung hier noch fertig kriegen in diesem Spielstand. Und wir haben ohne Ziel gesetzt. Also das heißt, wir können das echt ewig spielen. Und das ist halt das Problem. Wenn du was ewig spielen kannst, weil es nicht endet, wo setzt du dann das Ende? Und das ist eben die Geschichte, die wir hier nicht genau definieren können, wo wir ein Ende setzen. Ach komm, wir hauen das raus und dann kriegen wir das auch noch da rein. So. Und deshalb muss ich irgendwann mal Pause machen, ja? Ich kann nicht alles 100 Folgen am Stück runterzocken, da werde ich bekloppt bei. In die Takelage! Ihr merkt ja, wie ich gerade Matt gehe, was Anno angeht. Und ja, deshalb, wir machen ein kleines Päuschen, wenn, wie heißt das Ding, City Skylines kommt, dann spielen wir mal 2 Wochen City Skylines. Und dann bringen wir das Ganze im Wechsel hin und her und dann habe ich mich hier eventuell auch wieder ein bisschen sanfter und ne, dann kriegen wir das auch wieder hin. Und wir machen schon wieder mies. Es ist so krank, der Rum ist leer, der Rum ist leer, Hilfe, ein der Rum Auftrag. Ist leer. Du musst mehr Rum mitbringen. Das ist zu wenig Rum. Du musst mehr Rum mitbringen. Rum. Alles an Rum musst du mitbringen. Alles, was du an Rum finden kannst, musst du mitbringen. Und alles, was du an Kautschuk finden kannst, musst du auch mitbringen. Er hat ja 4 Slots. Und dann wird das schon gut gehen auf Dauer. So, wenn wir das abladen, der Rum, der müsste dann hier Mods Einnahmen bringen. Und wir müssen 3000 Ingenieure aufbauen. Ich frage mich, wo ich noch ausbauen soll. Jetzt mal ohne Witz. Also gehen wir mal davon aus, dass wir die Handwerker alle aufwerten können. Eins, zwei. Dann können wir die noch aufwerten. So, da haben wir noch 5. Ja? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir alle Handwerker, die wir haben, noch aufwerten können. Was brauchen wir denn zum Aufwerten, dass wir das hier nicht hinkriegen? Ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Dem fehlt irgendwas. Was fehlt dem? Die Schule. Wo ist die Schule? Wo haben wir die Schule gebaut? Da. Das kommt hier kaum hin. Okay. Dann können wir hier noch einen Steinweg bauen. Ach, da ist schon ein Steinweg. Ich kann das nicht aufwerten, wollen nämlich veräppeln. So, aber jetzt können wir den aufwerten. Dann haben wir da auch noch die Jungs drin. Wir können immer noch 100. Also irgendeinen Wohnblock können wir noch aufwerten. Nehmen wir auch die sind nah dran. Und die sind auch noch nah dran. Und das waren jetzt zu viele. Spielstand gespeichert. Machen wir die zu Arbeitern.
So, da haben wir alles wieder. Dann haben wir hier 1500 Ingenieure frei. Und hier fehlen immer noch 800 und noch irgendwas. Aber eventuell bauen die sich ja hier noch auf. Ja, weil da werden ja immer mehr kommen, wenn die Ressourcen da sind. Und so arbeiten wir uns jetzt hier halt vor. Und die Attraktivität unserer Stadt sollte auch zunehmen. Ei. Wenn ich hier dann mal die Items rübergebracht habe. Die sind sehr wertvoll. Die sollten wir uns nicht klauen lassen von irgendwem. Sind unterwegs. So, und das ist jetzt ein 40-Minuten-Part und ich bin hier raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr habt irgendwie verstanden, was ich euch sagen wollte. Weil ich habe immer so die Befürchtung, wenn ich ankündige, dass ich irgendwas mal in eine Kurzzeitpause schicke, um dann was anderes zu spielen, dann gehen einige mad. Ja, wenn ihr geliebtes Spiel nicht jeden Tag kommt, dann Diablo oder so. Ich weiß auch nicht. Also ich habe ja vor, alles zu spielen, aber so wie früher will ich es nicht mehr machen. Ich habe früher Prison Architect, ich glaube, 100 Folgen am Stück runtergespielt. Irgendwann ab Folge 50 ging es mir so wie hier. Da hat mich alles nur noch genervt. Und ich war extrem gereizt und dann hätte ich mal eine Pause gebraucht. Und anstatt die zu machen, habe ich immer weitergezockt, habe damit die Leute verkrault. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel und das will ich einfach nicht mehr. Das Anno ist ein schönes Spiel, ich will Anno lange spielen, ich will die ganzen DLCs spielen, die da noch rauskommen. Ich habe nicht umsonst einen Season Pass. Und ich denke, wir sind schon weit gekommen hier auf die vierte Stufe. Die fünfte, die ist greifbar nah und die fünfte ist die Endstufe. Und dann machen wir aus dieser Insel hier, dann fangen wir vielleicht auch an, Sachen auf andere Inseln auszulagern, die wir dann hier gar nicht mehr brauchen, und machen Handelsflotten, die das von A nach B fahren. Das wird sich dann alles zeigen. Aktuell sage ich ganz einfach mal, mehr als bereit. Hoffe ich, dass ihr versteht, was ich euch sagen wollte, ja, zu dem Ganzen hier. Ich habe auf dieses Spiel extremst Bock. Und deshalb spiele ich es ja auch. Und es ich finde das Spiel zu entdecken in diesem wunderbaren Museum. Extrem gut. Au, wir haben es geschafft, oder? Kultur öffnet die Augen für ein respektvolles Miteinander. Ja, und ich denke, wir haben hier schon viel geschafft und es ist ein schönes Spiel und ich will das mit euch spielen und ich werde es aber nicht 2 oder 3 Jahre lang durchgehend spielen können. Also muss ich es irgendwann mal pausieren und die erste Pause, die steht halt kurz bevor. Das wollte ich euch damit sagen. So, aber wir wollen hier die Weltausstellung. Wir werden die Weltausstellung auch kriegen. Da werden wir alles dran setzen und dann mal gucken, wie der ganze Spaß weitergeht. Ich bin hier erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Auch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.